Wir sind heute Abend bei der Thomas Szabo Shop-Eröffnung in der Seilergasse. Thomas Szabo bietet Kollektionen von Sterling Silber, Charm Club and Watches an. Mit dabei ist Stargeiger David Garrett. Wir sind heute bei der Thomas Szabo Shop-Eröffnung. Welches Schmuckstück sollte denn jede Frau besitzen? Das tue ich mir jetzt schwer. Also Ohrringe finde ich unheimlich dekorativ. Ketten trage ich nicht so gern. Armbänder, ich habe heute ein altes Thomas Szabo Armband ausgegraben, aber mir ist auch heute, weil man gedacht hat, ich werde bestimmt gefragt, ein Spruch meiner Großmutter eingefallen, die hat immer gesagt, wenn du jung und schön bist, brauchst du keinen Schmuck und wenn du alt und hässlich bist, nutzt der tollste Schmuck auch nichts. Und ich habe das so als junge Frau nicht verstanden, aber mittlerweile weiß ich, was sie, und sie hat recht gehabt. Welche Schmuckstücke sind denn deine Liebsten? Ganz große Anhänger bei Ketten, tief gehängte Ketten, also nicht so ganz eng hier, sondern eher tiefe. Ich mag Ringe und ich mag Armbänder. Also das ist so meine Kategorie. Was trägst du denn heute Abend? Alles Thomas Szabo, also eben dieses schwarze Medaillon mit dem Anhänger, dann das Rosé-Goldene, das gibt es auch in matt, aber ich habe es mit dem Scheinen. Und dann eigentlich ein Armband, ein Battle-Armband vom System, wo man eigentlich alles aufhängen könnte, und ich habe mich dann doch auch wieder für Medaillons entschieden. Und ein Schlüssel und ein Stern und ja, also je mehr, desto besser bei mir. Welches Schmuckstück sollte denn jede Frau besitzen? Eines, das ihr sehr gut gefällt und vielleicht hat, dass sie vielleicht auch von einem Menschen hat, den sie gern hat. Oder vielleicht ein Erbstück, ist auch was Schönes. Du trägst auch Thomas Szabo heute? Ja, ich trage immer wieder. Ich habe schon seit vielen Jahren Thomas Szabo Schmuck, trage ihn nicht immer. Aber trage ihn heute natürlich, auch klar, wenn man zu einer Shop-Eröffnung geht, dass man dann einen Schmuck dann trägt. Und ich habe ihn gern, ja, der hat sich in den letzten Jahren immer wieder weiterentwickelt und das mag ich ganz gern. Wie sehen Sie denn aus, die Trends im Schmuckbereich 2013? Ich denke, dass es sehr farbenfroh ist, dass sich die Metalle vermischen. Wir haben dieses Frühjahr Roségold vor allem forciert mit Gelbgold. Ich denke, dass die Mischung von den Materialien in den nächsten ein, zwei Jahren sehr neu sein werden und sehr anspruchsvoll sein werden. David ist ja schon, trägt ja seit 5, 6 Jahren Thomas Szabo Schmuck mit Begeisterung. Wir haben die Kooperation wiederbelebt und wir freuen uns auch sehr drüber, weil ich glaube, es gibt keinen besseren Testimonial für unsere Rebel at Heart Serie wie den David. Was hat denn der David mit der Rebel at Heart Serie Kollektion gemeinsam? Schauen Sie ihn doch einfach an. Du bist Gesicht für die neue Rebel at Heart Kampagne. Inwiefern kannst du dich damit identifizieren? Naja, ich kann mich damit identifizieren, dass ich den Schmuck sehr gerne trage und ich die Sachen von Thomas generell super finde. Und ich glaube, das ist eine gute Zusammenarbeit. Inwieweit ich da der richtige Mann für bin, das muss der Thomas dann entscheiden. Und ich glaube, der hatte Vertrauen in mich gehabt und ist, glaube ich, ganz gut geworden. Fashion Victim schon lange die Nummer 1, Thomas Szabo. Anlässlich der Neueröffnung in der Seilergasse wurde heute die Frühjahrs- und Sommerkollektion 2013 vorgestellt. Egal ob rockig, klassisch, dezent oder verspielt, die neue Kollektion lässt Frauen und auch Männerherzen höher schlagen.